Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um einen deutschen Agrostar 4.61-4.71 Series. Und in diesem Video möchte ich euch den mal genauer vorstellen. Vorab einmal ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Kompakt-Traktoren. Der Autor von dem Mod heißt DB Modding und die Modgröße beträgt ca. 10,13 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wir haben ja am Anfang, wenn wir den Traktor kaufen, ca. eine Slotanzahl von 11 und wenn wir den weiteren kaufen, eine Slotanzahl von einem Slot. So, dann gehen wir natürlich unter Mods und DLCs hier rein und dann haben wir schon das gute Stück. So sieht er im Shop aus, ne, wenn wir den halt so im Standard im Shop kaufen würden. Ne. Der hat ca. 88 PS, der Agrostar hier. Manuell und Latch-Schaltstufengetriebe. 130 Liter Diesel, fährt 40 km/h und wiegt 4,2 Tonnen. Kostenpunkt 40.000 Euro. Hier könnt ihr wählen die Motorausführung Agrostar DX4.61 oder 4.71, dann hat er allerdings 100 PS. Mehrweise sind aber auch die Reifenhersteller hier zwischen Trelleborg, Mitas, Michelin, Nokian, Continental, Friedestein oder halt Trelleborg. Bei Trelleborg haben wir zum Beispiel hier Weber Standard, Standard Vollrand, Radgewichte, Radgewichte Vollrand, Standard 2, Standard 2 Vollrand, Radgewichte 2, Radgewichte 2 Vollrand, Breitreifen, Breitreifen und Vollrand, Breitreifen und Gewichte. Breitreifen mit Gewichten Vollrand, Pflegebereifung, Zwingungsbereifung hinten, doppelte Hinterräder, ja. Oder halt Standard. Dann haben wir hier Mitas, hier haben wir hier Standard, dann Breitreifen Vollrand, ja. Breitreifen, Standard Vollrand oder halt Standard. Dann haben wir Michelin hier Weber mit Standard. Dann haben wir Standard Vollrand, Breitreifen, Breitreifen Vollrand oder halt Standard. Bei Nokian haben wir hier jetzt selber nur die Kommunalreifen und bei Continental ist hier Standard, dann Standard Vollrand, Radgewichte, Radgewichte und Vollrand, Standard 2, Standard 2 und Vollrand. Radgewichte 2, Radgewichte 2 und Vollrand, Breitreifen, Breitreifen, Vollrand, Breitreifen und Gewichte, Breitreifen mit Gewichten Vollrand, Pflegebereifung oder halt Standard. Und dann haben wir noch Friedestein hier, da haben wir auch Standard, Breitreifen, Vollrand, Breitreifen, oder halt Standard Vollrand und Standard. Und dann kommen wir wieder zu Trelleborg. Jetzt haben wir hier im Design selber Standard. Dann haben wir Rundumleuchte links, Rundumleuchte rechts. Beide Rundumleuchten oder keine. Zusatzbeleuchtung haben wir hier selber mit Nein oder mit Ja. Na, da haben wir an den Seiten in der Mitte von der Kabine noch Zusatzleuchten. Vorne. Moment, noch welche? Ne, nur vorne. Anhängerkupplung, 30 Kilo Frontgewicht. Dann haben wir 200 Kilo Frontgewicht. 440 Kilo Frontgewicht. 600 Kilo Frontgewicht. Fronthydraulik. Oder halt wieder Frontgewicht mit 30 Kilo. Frontladeanbau Weber mit Nein. Dann haben wir Quickel. Dann haben wir Hauer. Oder halt Lizard. Oder halt keine. Dann haben wir hier noch Weber die Kotflügel vorne mit Ja oder mit Nein.
Und das Kennzeichen könnt ihr natürlich auch noch wählen hier in diesem Traktor. Dann kostet dieser Traktor in dieser Konfiguration 45.500 Euro. Hier habe ich mal ein paar hingestellt von den Deutz. Ne, der sieht auch schon so sehr interessant aus. Ne, vom ersten Anschauen her. Ne, auch top. Wieder hier sehr detailreich, hier mit den ganzen Anschlüssen, Schilder. Ne, dann haben wir hier natürlich auch die Lichter, Lichtanlage. Ne, wie es halt so sein sollte. Ne, mit Gewichten hier zum Beispiel. Ja, Fronthydraulik oder halt ohne, mit 30 Kilo Gewicht. Ja. Und dann würde ich einfach mal sagen, hocken wir uns mal in den einen rein. Ich fange natürlich immer mit dem Licht an. Das sind zum Beispiel jetzt zwei Lichter hinten. Dann haben wir jetzt zwei Lichter vorne und zwei Lichter in der Mitte. Dann haben wir natürlich hier noch Weber Kennzeichenbeleuchtung. Ja. Dann haben wir hinten zwei Strahler. Und dann haben wir halt auch oben nochmal vier Strahler und zwei noch an der Seite, ungefähr in der Mitte von der Kabine. Oder halt keine. Dann haben wir hier Weber Blinker rechts für vorne, Blinker rechts für hinten. Ne? Auch wieder schön gemacht. Blinker hinten links und vorne links. Rundumleuchte haben wir auch am Dach verbaut. Ne? Hupe haben wir auch. Und da würde ich einfach mal sagen, machen wir den mal an. Oh, der hört sich wieder auch interessant an. Vom Motorsound hierher. Ne? Auf jeden Fall auch wieder sehr schick gemacht hier innen drinne. So alles detailreich gehalten, wie es geht. Ne? Schaltungen, Armaturenbrett. Haben wir sogar hier innen drin das Licht dafür. Ne? Steht hier auch überall Deutsch drauf. Ne? Hat auch schon was. Und dann haben wir im Prinzip mal die Tastenbelegungen. L1 gedrückt halten und rechter Stick nach oben oder nach unten. Ja, da können wir hier im Prinzip unser Fenster aufmachen, ne? Ist auch cool gemacht hier und knapp am Auspuff vorbei, ne? Da haben wir auch ein bisschen nachgedacht, ja. Dann haben wir zum Beispiel hier für vorne halt das, die Scheibe zu öffnen. Dann haben wir hier Weber im Prinzip L1 und R1. Linker Stick nach links oder nach rechts. Da können wir die Heckscheibe öffnen, ja. Ist auch interessant gemacht. Oder im Prinzip Weber L1 und R1. Rechter Stick nach links oder nach rechts. Einmal die rechte Tür. Ja, einmal, wie gesagt, die rechte Tür. Oder ich glaube L1 und R1. Rechter Stick nach oben oder nach unten. Dann haben wir die linke Tür, die man öffnen kann. Aber wie gesagt, hier können wir wieder die Türen öffnen. Ja. Linke Tür, rechte Tür, die Scheibe vorne, also die Frontscheibe und auch die Heckscheibe. Können wir hier alles öffnen, so wie wir das halt brauchen. Ja. Ist auf jeden Fall auch schon schön gemacht. Fahren wir noch ein bisschen eine Runde hier. Fahren wir gerade mal den daneben hin. Ist auch wieder so ein älterer Deutz, ne, was ich auch wieder interessant finde. Ja. Und für 10 MB könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Ne. Natürlich sind die Geschmäcker hier bei diesem Mod total verschieden. Ne. Die anderen fahren gern Fendt, Malta oder halt andere Traktoren. Ne. Und ich finde den Mod hier aber auch recht interessant gemacht. Und für einen Kompakttraktor mit 100 PS ist das völlig in Ordnung. Werden wir auf jeden Fall mal testen in einem Livestream. Ne? Und ja, dann gucken wir mal, was der dann so schönes kann.
Natürlich könnt ihr auch Frontlader anbauen, ne? Könnt ihr halt auch entmisten oder halt andere Sachen damit anstellen. Ne? Ist auf jeden Fall schön gemacht. Das war es hier leider schon von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das ganze Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich gerne über den Daumen nach oben freuen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch das Ganze hier gefallen tut, dann könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren und vergesst bitte nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten, wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.